Heute zeige ich euch, wie man ein Head-Up-Display in Impact.js programmiert. Ich habe hier mal in Google Head-Up-Display eingegeben und Head-Up-Displays sind eben Anzeigen, Grafiken, die die Zustände eines Fahrzeugs bzw. des Spiels selbst für den User sichtbar macht, abgekürzt als HUD, HUD. Und man sieht halt in eigentlich allen Spielen irgendwelche Anzeigen, die über der eigentlichen Level sich befinden und dem Spieler zeigen, welche seiner Aktionen welchen Effekt haben oder wo gerade seine Position ist oder wie die Position der anderen Mitspieler ist oder wie viel Tank man noch hat, was auch immer, in welche Richtung man sich gerade bewegt. Das sind alles Informationen, die sind für den Spieler sehr wichtig, damit er versteht, was er am besten tun kann. Ich habe hier mal mein Truck-Spiel geladen. In diesem kann man eben mit so einem Abschleppwagen durch die Gegend fahren. Dieser Abschleppwagen, der hat die Möglichkeit, mit einer normalen Geschwindigkeit zu fahren oder auch mit einer hohen Geschwindigkeit zu fahren und das Ganze vorwärts oder auch rückwärts. Und ich möchte gerne jetzt hier im oberen Bereich ein Icon einblenden, in dem ich diesen Truck darstelle und dann auch eine Geschwindigkeitsanzeige verwende. Und ich will auch, dass der Truck direkt oberhalb seiner Position eine Geschwindigkeitsanzeige hat. Einmal ist sie quasi fest am Ort eingestellt und einmal soll die Geschwindigkeitsanzeige direkt oberhalb des Trucks sich befinden. Und ich habe hier also mal so ein Icon erstellt. Das hat einen schwarzen Rahmen, damit das sich von dem eigentlichen Truckbild, was sich innerhalb des Spiels befindet und vom Spieler gespielt wird, unterscheidet. Und ich habe hier auch noch so eine leichte Transparenz eingebaut, damit dann auch eine Art Unterlage dafür vorhanden ist. In Impact.js möchte ich also gerne oberhalb des Spielfelds eine solche Einblendung machen. Dafür nutze ich die Main.js-Datei. Das ist sozusagen meine Hauptdatei. Da wird mein Game definiert. Und dieses hat eine Draw-Funktion. Und diese Draw-Funktion zeichnet alles. Und wir sehen, dass hier zum Beispiel schon die Schrift It Works nachträglich eingezeichnet wird. Und hier soll jetzt also auch mein Truckbild mit eingetragen werden. Damit ich dieses Bild nutzen kann, muss ich erstmal eine neue Grafik hier als Variable definieren. Ich nenne die mal Truck 90, weil der Truck 90 Grad gedreht dort sichtbar ist. Und dann habe ich die Klasse Image. Und der gebe ich mit, wo sich das Truckbild befindet. Und das ist in dem Media-Verzeichnis unter dem Namen truck90.png abgespeichert. So, jetzt habe ich hier eine neue Variable, die ein Bild ist. Und die kann ich dann auch nutzen in der Draw-Funktion. Und da sage ich dann, dass ich gerne aus dieser Main-Spiele-Klasse auf die Truck90-Variable zugreifen möchte und sie zeichnen möchte, und zwar an der Stelle 00. Das ist also die obere linke Ecke. Schauen wir mal, was passiert. Ja, wir haben jetzt hier unser Truckbild. Allerdings passiert da sonst nichts weiter, außer dass dieses Bild gezeichnet wird, ja. Und ich möchte hier also noch eine Geschwindigkeitsanzeige mit dazu nehmen. Wichtig ist, dass ich alles an HUD-Informationen zeichne, nachdem dieses .parent-Funktion aufgerufen wurde, weil diese übernimmt dann also das Zeichnen aller anderen Spielelemente, ne? Und ich möchte ja nicht, dass zum Beispiel mein Level über mein Truckbild gezeichnet wird. Deswegen muss ich also zuerst sys.parent aufrufen lassen und dann
alle nachträglichen HAT-Inhalte dort zeichnen. So, ich werde mir mal jetzt ein Canvas-Element besorgen. Das Canvas-Element ist in dem HTML, auf der HTML-Seite das HTML5-Canvas-Element. Dieses wird also benutzt zum Zeichnen. Jeder moderne Browser hat dieses, hat die Möglichkeit, über HTML5 zu zeichnen. Und wenn ich ein solches HTML-Element haben möchte, dann gibt es da die Funktion getElementById. Und das Element heißt Canvas. So, wenn ich etwas zeichnen möchte, dann brauche ich einen Kontext. Der Kontext ist sozusagen dann die Möglichkeit, direkt Zeichenoperationen aufzurufen. Und diesen Kontext bekomme ich, indem ich die Methode getContext2D aufrufe. So, jetzt kann ich im Grunde beginnen mit dem Zeichnen. Ich sag mal, ich möchte gerne einen Pfad zeichnen. Dieser Pfad ist sozusagen, startet irgendwo und wird dann eine bestimmte Strecke zurücklegen. Und ich werde mal jetzt definieren, was diese Strecke sein soll, nämlich diese Strecke soll ein Rechteck sein. Und ich möchte gerne an der X-Pixel-Position 25 beginnen. Ich möchte gerne an der Y-Position 83 beginnen, also von oben fängt man an zu zählen. Ganz oben ist 0, 83 also schon ein bisschen tiefer. Und dann möchte ich sagen, bis wohin ich zeichnen möchte. Ich nehme jetzt mal einfach 35. Ach nee, das ist die Breite. Ich sag mal, ich möchte gerne einen Balken haben, der 30 Pixel breit ist und 10 Pixel hoch ist. So, jetzt kann ich, nachdem ich diesen Pfad definiert habe, als Rechteck sagen, ich möchte, dass dieser jetzt mal mit der Standard-Füllfarbe gefüllt wird. Und das müsste es eigentlich gewesen sein. Und ich sehe jetzt hier, da ist so ein Balken, der ist schwarz. Und der hat eben genau die Positionen, die ich hier angegeben habe zum Zeichnen und dann auch die Breite von, ich glaube, 30 Pixeln und 10 Pixel Höhe. Und ich möchte, dass dieser Balken jetzt sich mit der Geschwindigkeit verändert. Wenn also mein Truck sich schnell bewegt, dann sollte dieser Balken auch steigen. Und wenn der Truck stillsteht, dann sollte der Balken sehr, sehr klein sein. Damit ich also auf die Geschwindigkeitseigenschaft zugreifen kann, muss ich mir noch meinen Truck hier in dieser Draw-Methode mal zugreifbar machen. Impact.js hat dafür die Methode getEntitiesByType. Hier würde ich also alle Entities bekommen mit dem Namen EntityTruck, so heißt meine Truck-Entity. Das heißt, ich kriege sie hier in einem Array. Und ich brauche aber nur das erste, also es gibt ja auch nur ein Element, deswegen kann ich hier direkt sagen, okay, ich will nicht das Array speichern, sondern ich will nur das erste Element aus diesem Array rausholen. Deswegen kommt hier hinten nochmal eine eckige Klammer 0 dazu. So, jetzt habe ich diesen Truck als Variable zugreifbar. Und diese Truck-Variable, die kennt eine Member-Variable namens Speed. Ne? Und genau diese kann ich dann hier nutzen, indem ich sage, Truck.Speed soll die Größe sein und ich teile das mal durch 1,5. Das heißt, dass die Breite nicht exakt der Geschwindigkeit entspricht, sondern etwas weniger breit ist. Das habe ich einfach vorher schon mal ausprobiert, dass das dann visuell besser rüberkommt. So, ich starte mal das Spiel neu. Und wenn ich jetzt die Geschwindigkeit erhöhe, dann wandert auch dieser schwarze Balken und wird größer. Und jetzt bremse ich mal meinen Truck, ne? Und da geht dann auch die Geschwindigkeit zurück. Und jetzt habe ich also hier ein Head-Up-Display erzeugt mit der Angabe der Geschwindigkeit. Ich kann da natürlich beliebige Angaben reintun. Ich kann auch noch weitere Icons dazu tun, je nachdem, was der Spieler wissen muss über
seine Spielelemente. Jetzt möchte ich noch, dass auch der Track selbst hier einen Balken hat. Das wird zum Beispiel dann benutzt, wenn man so die Lebenspunkte darstellt. Na, dann wird über der Einheit direkt diese Lebenspunkte angezeigt. Oder wenn die Einheit ein Power-Up bekommen hat oder besonders viele Erfahrungspunkte gesammelt hat, dann wird auch das gerne gemacht, dass man das hier drüber blendet. Und dafür muss ich jetzt direkt mal in die Track-Datei reingehen. So, und ich habe die jetzt schon mal geöffnet, die Track.js-Datei. Ich kopiere mal den Zeichnen-Teil von der Main.js-Datei schon mal in den Speicher. So, und meine Track-Entity-Datei, die hat zurzeit die Funktion Update und die Funktion Init und ein paar andere Funktionen noch. Aber es fehlt noch die Draw-Funktion, die ich hier mal explizit verwenden möchte, um das Zeichnen der, des Trucks, was den der Spieler bewegt, beeinflussen zu können. Die Funktion Draw, die gibt es standardmäßig in den Entities. Die sind ja in der Mutterklasse definiert und ich überschreibe die jetzt, ne, mit meiner eigenen Version. So, und damit das passiert, was auch in der Mutterklasse schon definiert ist, zum Beispiel, dass die Grafik gezeichnet wird und so weiter von dem Truck, rufe ich dann die Draw-Funktion der Mutter auf. Und genauso wie ich das vorhin auch in der Main-Methode gemacht habe, erst danach kommen dann meine eigenen Inhalte. Ich paste jetzt mal hier meinen Zugriff auf das Canvas-Element. Das heißt, wir haben hier exakt die gleiche Logik. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. Wir befinden uns jetzt natürlich hier in der Entity-Datei. Das heißt, wir müssen nicht mehr mit track.speed auf irgendwas zugreifen, sondern wir können direkt sagen sys.speed, ja, weil wir sind ja in der Entity-Track-Datei drin. Und wir werden hier die Position anpassen müssen, denn wir möchten ja jetzt keine absolute Position mehr haben, sondern immer relativ zu dem aktuellen Aufenthaltsort des Trucks eine Position. Ne? Und es gibt ja für jede Entity die Position in X und auch in Y. Mit sys.pos kann ich darauf zugreifen. Und ich habe hier mal einfach gesagt, okay, abhängig davon, wo gerade die Entity ist, soll dann dieser Balken gezeichnet werden. Jetzt schaue ich mal an, was passiert. Und Tatsache, hier haben wir den Balken. Ja, wenn ich schnell fahre, ist der Balken lang. Wenn ich langsam fahre, dann wird der Balken kurz, beziehungsweise wenn ich stehe, dann wird er auf 0 oder nahezu 0 zurückgesetzt. Und damit habe ich jetzt ein Head-Up-Display einmal von der Position her festgesetzt, aber ich kann auch beliebige Informationen direkt an die Entities ranheften lassen. Und auch hier gibt es wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte hier noch bestimmte Sterne dazu tun oder irgendwelche Power-Ups, Icons. Das kann ich dann alles abhängig davon, ob die Einheit es gerade hat oder nicht, einblenden lassen mit Hilfe der Programmierlogik.